Gabriel, hat Ihnen Ihr Fly Ventures AI-System in der Vorbereitung auf das Spiel heute geholfen? Ja, total. Wir haben alle Spiele analysiert. Wir haben etwa 4,5 Milliarden Spielzüge durchgetaktet und ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Man munkelt, dass Moonshot FC Sie heute als Gegenstück zu Marcel Janssen aufgestellt hat und dass Sie eigentlich lieber bei Unicorn United gespielt hätten. Stimmt das? Das stimmt. Marcel Janssen hatte angefragt, ob er nochmal ein bisschen einfach auf höherem Niveau spielen lernt und da hätte ich mich bereit erklärt, aber es ist dann anders gekommen. Vielen Dank. Müller! Geht's um die Dopingprobe? Nee, ich habe ein paar andere Fragen. Sie wurden heute als Vertreter des GFC auf dem Spielfeld besonders hart angegangen. Das war zumindest mein Eindruck. Was denken Sie, wurden Sie da mit Olli verwechselt oder was war da? Ich glaube, da haben Sie ein anderes Spiel gesehen. Also ich weiß, bei den amerikanischen Firmen, da wird man ja eher so mit Samthandschuhen angefasst. Aber ich spiele seit 7 Jahren in der Rocket Liga, ja, und da bin ich ganz andere Sachen gewohnt. Also Ihre Investoren haben viel Geld in Moonshot FC investiert. Wann werden Sie endlich profitabel sein? Also ganz ehrlich, solche Fragen beantworte ich gar nicht. Stand jetzt ist alles gut. Ja? Das Spiel dauert 50 Minuten, der Ball ist rund und wir denken von Spiel zu Spiel. Holger, Sie sind aktuell vereinslos. Hat sich das heute auf dem Spielfeld bemerkbar gemacht? Sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin immer noch gut im Training. Ich bin ja auch jetzt seit 4 Wochen raus und auch ich trainiere ja mit anderen Vereinen schon da mit, unter anderem FC Sabbatical, FC Barcelona und Real macht nichts. Wann wollen Sie sich denn für einen neuen Verein entschieden haben? Ich bin jetzt erstmal noch in Vereinen ausgeliehen an die US-Westküste und dann nach Australien und Neuseeland und Anfang nächsten Jahres, vielleicht so im März, April, nachdem dann auch die Skigebiete wieder zu sind, werde ich mich dann mal entscheiden, was ich als nächstes machen möchte. Es gibt Gerüchte, dass Ihr heutiger Gegner Unicorn United stark interessiert ist an Ihnen. Stimmt das? Ja, alle sind stark interessiert, das ist ganz klar, das kann ich so sagen. Ich habe sehr viel Interesse. Nee, aber die Jungs, ich weiß nicht, die haben halt verloren gegen uns und ich glaube, das kommt nicht in Frage, dass ich zum Verlierer gehe. Holger, vielen Dank. Thomas, welche Ihrer langjährigen VC-Skills werden Sie heute in Ihre angewandten Spielkunst integrieren? Also ich habe mich ja sehr intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Ich habe mir vorgenommen, möglichst lean erst einmal in die Aufstellung reinzugehen, dann meine Spielweise auf aggressiv agile umzustellen und dann später gerade in der zweiten Hälfte steil hinten raus zu skalieren. Ich habe mich auch vorbereitet dafür, falls wir unter Einstand rauslaufen sollten und bin insofern abgesichert mit einer 1x Non-Participating Liquidation Preference. Mir kann also nichts passieren. Alex, das war heute ein Versuch, zentrale Schiedsrichter und Coaching-Institutionen zu ersetzen durch dezentrale, konsensusbasierte Entscheidungsstrukturen. Sie sind Blockchain-Experte. Was sagen Sie dazu? Hat das funktioniert? Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten am Anfang diverse Problematiken. Der Konsens war nicht ganz einfach zu finden. Es war unklar, wie lange die Spielzeit sein sollte. Es war unklar, ob es Außenlinien gab. Aber mit viel Mathematik und Spieltheorie im wahrsten Sinne des Wortes sind wir immer zu guten Ergebnissen gelangt. Christian, konnten Sie heute Ihrem Selbstanspruch gerecht werden? Ich glaube, insbesondere in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was wir wirklich können. Da hat sich das jahrelange Training ausgezahlt. Und ich bin froh, dass wir am Ende nochmal zur Höchstform auflaufen konnten. Was ist die Spielphilosophie von Moonshot FC? Schnell und immer nach vorne. Marcel Janssen hat Sie gerade zum Spieler des Tages gekürt. Was denken Sie? Das ist eine große Ehre. Ich denke gerade an meine Freundin, an meine Familie, an meine Freunde und kann gar nicht glauben, was das gerade mit mir macht. Also ich muss das erstmal verarbeiten. Christian, vielen Dank. Philipp, Sie spielen aktuell gleich für 3 Vereine gleichzeitig. Wie funktioniert das? Also, weißt du, Dirk? Nee, er ist Kinder, ne? Also erstmal halte ich mich fit. Neben dem normalen Mannschaftstraining mache ich noch extra Sondertraining, komme gerade von Malle. Da habe ich so Konditionstrainer wie Christoph Bosek, André Alper und Florian Heinemann. Und ansonsten, ja, mein erster Verein, Active Venture Partners, ist mein Jugendverein, Next Logistics Accelerator. Da mein Heimatverein, hast du was abgestiegen, hast du mitbekommen, ne? Hamburg braucht ein neues Gesicht. Und dann der letzte, das ist noch Endite Capital. Die repräsentiere ich hier. Holland hat sich ja leider nicht qualifiziert für die WM. Und ich glaube, die brauchen einen deutschen Spieler. Dann mal ein bisschen neben dem technischen hohen Niveau auch noch mal ein bisschen Kampf und Körper reinbringen. Ne? Christoph, Sie haben selbst mal eine Firma gegründet und bis an die Börse geführt. Heute spielen Sie mit und gegen VCs. Wie fühlt es sich an auf der anderen Seite der VCs? Es fühlt sich gut an. Ich glaube, besonders gut ist, dass ich mal im Maschinenraum selber war und weiß, wie andere, die im Maschinenraum Firmen aufgebaut haben, agieren. Ich versuche das taktisch hier zu nutzen und versuche also links und rechts an anderen vorbeizukommen. Mal schauen, ob es klappt.